Thema Ladedruck und Ladedruckmessung, jetzt im Video. Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von GeladerInfo. Ich bin der Basti, der Mailman G40, und ich erzähle heute ein bisschen was zum Thema Ladedruck und Ladedruckmessung. Ladedruck, wir sprechen hier von dem Druck im Ansaugtrakt eines Verbrennungsmotors, dem sogenannten Manifold Air Pressure. Habt ihr vielleicht schon mal vom MAP-Sensor gehört? Die Buchstaben MAP stehen hier für Manifold Air Pressure, dem Druck im Ansaugtrakt des Motors. Und an der Stelle unterscheide ich direkt schon mal aufgeladene und nicht aufgeladene Motoren. Fangen wir mit den nicht aufgeladenen an, den sogenannten Saugmotoren. Hier ist der Druck im Ansaugtrakt des Motors maximal der des Umgebungsluftdrucks, also der Luftdruck, der mich jetzt hier überall umgibt. Meistens liegt der jedoch darunter, weil in dem Moment, wo der Motor läuft, durch seinen eigenen Umsatz des Motors saugt er die Luft aus der Umgebung heran. Es entsteht ein Unterdruck im Ansaugtrakt. Und ich habe entsprechend weniger Luftdruck als mein Umgebungsluftdruck. Steht der Motor still, habe ich meinen Umgebungsluftdruck. Im Gegensatz dazu der aufgeladene Motor, dort habe ich ein Lademedium, den Motor, vorgeschaltet. Dieses Lademedium übernimmt die Luftförderung für den Motor. Das kann ein Turbolader sein, das kann zum Beispiel ein Kompressor sein oder ein G-Lader, der ähnlich wie ein Kompressor funktioniert. Und dieses Auflademedium stellt die Luft aus der Umgebung dem Motor in einem Überangebot zur Verfügung. Es lädt im Grunde genommen die Luft in den Ansaugtrakt vor. Deswegen sprechen wir hier auch von der sogenannten Vorverdichtung des Motors. Deswegen ist bei einem aufgeladenen Motor der Druck im Ansaugtrakt, der Manifold Air Pressure, höher als der Umgebungsluftdruck. Das erstmal als Basis vorab. Jetzt habe ich gesagt, der Druck im Ansaugtrakt hat auch immer was zu tun mit dem Umgebungsluftdruck. Es gibt zwei wesentliche Faktoren, die den Umgebungsluftdruck beeinflussen. Und das ist wichtig, weil das nachher für die Funktionsweisen von zwei verschiedenen Ladedruckanzeigen interessant ist, die ich auch gleich vorstellen werde. Ein Faktor, was den Umgebungsluftdruck beeinflusst, ist die Wetterlage. Hoch- und Tiefdruckgebiete kennt man aus der Wettervorhersage. Ich habe also einen Umgebungsluftdruck und der schwankt, je nachdem, ob ich Sonneneinstrahlung beispielsweise habe oder nicht. Dann ist auch entscheidend, auf welcher Höhe ich mich gerade befinde. Befinde ich mich auf Höhe des Meeresniveaus, auf Null, dann habe ich einen höheren Umgebungsluftdruck, als wenn ich jetzt auf den höchsten Berg steige, auf den ich draufkomme. Dort ist der Luftdruck, mein Umgebungsluftdruck, niedriger. Warum erzähle ich das Ganze? Ich stelle hier meine beiden Ladedruckanzeigen mal vor. Das eine ist das klassische Rundinstrument, analoge Rundinstrument hier von VDO, oder da gibt es auch andere Fabrikate. Und diese funktionieren so ein bisschen wie das Barometer, was man vielleicht zu Hause in der Wohnung an der Wand hängen hat. Hier ist nämlich ein kleiner Blasebalg drin, und dieser Blasebalg, der kann sich aufblähen oder der fällt zusammen, je nachdem, was für einen Luftdruck ich hier anlege. Jetzt ist es so, diese Anzeige ist auf 0 voreingestellt. Kann entsprechend diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, nicht rauskorrigieren. Im Gegensatz dazu habe ich hier das VAG 1397A, wovon ich mir verspreche, dass es ein wenig genauer arbeitet. Nicht nur, weil es elektronisch misst, sondern weil ich hier zwei Messmodi habe. Ich kann hier einmal den absoluten Luftdruck anzeigen lassen, der hier im Moment 1016 Millibar, also einen runden Bar, beträgt. Und ich kann hier auf den relativen Luftdruck umschalten. Dann wird der Umgebungsluftdruck tatsächlich auch exakt abgezogen und nur der reine Überdruck gemessen. Also im Grunde genommen ist hier die Null-Einstellung nicht fix wie bei der VDO, sondern hier dynamisch, weil ich hier zwei Sensoren habe. Der eine misst den tatsächlichen Umgebungsluftdruck in dem Moment und der andere Sensor den Überdruck, den ich anlege. Gut, so im weiteren Verlauf schließe ich jetzt diese beiden Ladedruckanzeigen an meinem Fahrzeug an und werde sie testen. Ich bin gespannt. Bevor wir jetzt mit dem Auto unterwegs sind und den Ladedruck messen, schließe ich die Anzeige am Motor an. Jetzt gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Es gibt aber auch Wege, wie man es nicht machen sollte. Damit fangen wir an. Wenn der Motor ein Steuergerät hat und das Steuergerät hat einen Ladedrucksensor eingebaut und erfasst den Ladedruck mit,
dann lassen wir dieses Signal schön in Ruhe. Das ist ein sensibles Signal, da hänge ich mich nicht mit der Ladedruckanzeige rein, weil ich keine Fehler verursachen möchte. Dieser Abgriff ist absolut tabu. Gibt natürlich die Möglichkeit, irgendwo im Ansaugtrakt ein Loch reinzubohren und einen kleinen Stutzen reinzusetzen. Da ich jetzt aber den Ladedruck hier nur einmal und nur mal kurz für dieses Video hier messen möchte, werde ich an dem Motor hier nichts rumbohren. Ja, also diese Möglichkeit scheidet für mich jetzt an der Stelle auch aus. Aber wir haben hier die Möglichkeit, einen Benzindruckregler abzugreifen. Dort habe ich ein unkritisches Signal. Und wenn ich das störe mit meiner Ladedruckanzeige, ist es nicht ganz so tragisch. Der Benzindruckregler sitzt hier, ist dieses Teil, was hier so ein bisschen glänzt. Und dort gibt es diesen kleinen Druckschlauch. Den ziehe ich ganz vorsichtig ab. Dann habe ich hier einen Adapter, den setze ich dazwischen mit einem T-Stück. Zunächst stelle ich die ursprüngliche Verbindung wieder her, weil der Benzindruckregler ja nachher arbeiten muss. Und an dieses T-Stück hänge ich jetzt meinen langen Druckschlauch. Mit diesem Druckschlauch hole ich mir den Ladedruck in den Innenraum, dort, wo nachher die Anzeigen installiert werden. Wichtig ist, dass ich das Signal, was hier benötigt wird, nicht totlege, weil ich ja schließlich nicht möchte, dass am Motor nachher irgendwas kaputt geht oder nicht einwandfrei funktioniert, weil das würde mir natürlich auch die Messergebnisse versauen. Gut, dann sind wir hier an der Stelle fertig und das nächste wird sein, dass wir mit dem Auto den Fahrversuch machen. Ich fahre jetzt hier auf die Autobahn in der Hoffnung, dass wir ein bisschen freie Strecke haben. Der Motor ist warm, den habe ich vorhin gründlich warm gefahren und ich bin selber gespannt, was passiert. Schön sieht man, dass die Ladedruckanzeige in dem Moment, wo ich vom Gas gehe, geht sie auch in den Minusbereich. In dem Moment entwickelt der Motor mehr Saugkraft, als der G-Lader an Luft tatsächlich fördert. Im Grunde genommen schaltet er da in so eine Art Saugmotorbetrieb. Der Ladedruck ist da an der Stelle nicht vorhanden, erst wenn der G-Lader oder Turbolader das Auflademedium einen bestimmten Wirkungsgrad erreicht hat, wird die Luft im Ansaugtrakt wirklich angestaut und wir haben diesen Überdruck. Das ist das, was ich jetzt hier gerade zeige. Man sieht sehr schön, wie die Ladedruckanzeigen sofort anschlagen. Der G-Lader stellt den Ladedruck sofort zur Verfügung. Das hat folgenden Hintergrund. Der G-Lader ist direkt an der Kurbelwelle Riemen angetrieben, bekommt sofort seine volle Antriebskraft. Anders als beim Turbolader. Der Turbolader wird durch die Abgase des Motors angetrieben. Und je mehr Abgase da sind, desto mehr Ladedruck kann der Turbolader überhaupt erst entfalten. Ich konzentriere mich natürlich jetzt hier erst einmal aufs Autofahren, aber so aus den Augenwinkeln sehe ich schon, dass wir einen Ladedruck haben von ca. 0,66 Bar. Dieser Wert ist für einen serienmäßigen E40-Lader mit serienmäßigem Laderrad von 75 mm absolut normal und in Ordnung. Ja, das war der Spitzenwert, den ich hier bei meiner Ladedruckfahrt gemessen habe.
0,774 bar ist für einen serienmäßigen Lader schon richtig gut, würde ich sagen. Oh ja, danke, danke. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich über jede Unterstützung freuen, sei es ein Like oder auch ein Kommentar. Gerne auch Anregungen, was ihr hier auf dem Kanal noch gerne sehen möchtet. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Video.